Letztens, da meinte ein Kumpel zu mir, dass er in der Stadt einen Kaffee getrunken hat. Die Sonne kam endlich wieder raus und die Situation war erstaunlich normal. Doch die Stimmung, die war etwas anders. Wie die Leute schauten, wie sie sich bewegten. Vielleicht kennt ihr das auch von euch selber, dass jetzt eine gewisse Unsicherheit da ist. Man weiß nicht, wie lange wird diese Situation jetzt mit dem Coronavirus andauern. Natürlich gibt es öffentliche Handlungsempfehlungen, wie von der Bundesregierung oder Kreatives Sachsen oder Bundesinstitut für Risikobewertung. Und selbst hier das Bürgerzentrum am Sonnenberg hat auf ihrer Seite sonnenberg-chemnitz.de ein paar Informationen gesammelt. Und ich denke, das allererste ist, bevor ihr auch anderen Leuten helft, dass ihr erstmal schaut, wem vertraue ich, wen kenne ich und welchen Kommunikationsweg kann ich finden, zum Beispiel über Skype oder übers Telefon oder vielleicht habt ihr ja auch andere Wege, wie ihr das machen könnt. Ihr kennt das vielleicht von euch selber, ihr seid in so gewissen Handlungsmustern drinne, ihr nutzt halt immer den Bus, aber vielleicht käme jetzt auch als Alternative in Frage, mal mit dem Fahrrad zu fahren oder zu Fuß zu gehen. Oder muss man unbedingt bei der Sachsenallee einkaufen, bei Kaufland, wo eine Durchmischung von mehreren Stadtteilen stattfindet? Oder vielleicht kann man doch die lokalen Läden mehr nutzen, wie Peace Food, da kann man doch auch alles bekommen. Oder hier in der Hainstraße, da haben wir einen Getränkeladen. Oder in der Fürstenstraße haben wir den Libanesen. Dann sind da noch verschiedene Gastronomien, die man nutzen kann. Oder was passiert, wenn einem die Decke auf den Kopf fällt nach 2 Wochen und man möchte sich mal draußen treffen, da könnt ihr euch dann darüber verabreden. Das wäre erstmal so viel von meiner Seite. Was denkt ihr, was ist im ersten Schritt notwendig und gutes Durchkommen?